ein gutes Erklärvideo benötigt man zuallererst eine gute Erklärung. Was das genau ist, möchten wir anhand eines Gegenbeispiels darstellen. Herkömmlich würde ein Lernvideo zum Thema offene Bildungsressourcen zum Beispiel so aussehen. Wir könnten zu einem Experten gehen, in diesem Fall Martin Ebner, und ihn fragen, was offene Bildungsressourcen denn bedeutet. Bildungsressourcen nennt man im deutsch- und im englischsprachigen Raum Open Education Resources oder kurz OER. Damit werden Lehr- und Lernmaterialien bezeichnet, die so lizenziert wurden, dass sie frei verfügbar und einsetzbar sind und im besten Falle auch modifiziert und wieder veröffentlicht werden können. Das ist ungefähr der Text, den Martin Ebner uns hier in die Kamera gesprochen hat. Für ein gutes Erklärvideo benötigen wir nur zweierlei. Zunächst sollte eine Geschichte erzählt werden. Dann sind auch Visualisierungen wichtig. So könnte beispielsweise ein Erklärvideo zum Thema offene Bildungsressourcen aussehen. Die Trainerin Theresa sucht für ihren Sportclub Lernvideos, die sie im Unterricht einsetzen darf. Sie recherchiert daher gezielt nach Videos, die entsprechend lizenziert wurden und deren Nutzung erlaubt ist. Bei manchen Videos sind sogar Veränderungen erlaubt. Solche Materialien heißen offene Bildungsressourcen oder Open Educational Resources bzw. kurz OER. Da freut sich jetzt natürlich die Theresia, aber auch wir, denn das Besondere ist, das Lernvideo hat keinen längeren Text als das Interview, das uns Martin Ebner vorhin gegeben hat. Wir hoffen, wir konnten Ihnen zeigen, wie auf diese Weise aus einem Lernvideo ein Erklärvideo wird, in dem eben eine Geschichte erzählt wird und visualisiert wird. Herzlichen Dank!